Willkommen, meine Freunde, zur 21. Folge unseres Let's Plays. Und ja, Freunde, hier sind wir stehen geblieben. Cravens Leute haben auf einmal auf der Stadt an verschiedenen Plätzen, keine Ahnung, Feuer gemacht, Probleme gemacht. Keine Ahnung, was die vorhaben. Die waren letztens an einem Hafen. Und hier ist so ein Hafenarbeiter. Den tragen wir gerade auf dem Rücken, den haben wir gerettet. Ihm geht's sehr, sehr schlecht. Und ja, Freunde, den bringen wir jetzt ins Krankenhaus. Das befindet sich hier vor uns. Und ja, Freunde, seit der letzten Folge haben wir den schwarzen Anzug, den Symbionten Venom-Anzug, wodurch wir stärker sind, wodurch Peter gerettet wurde. Aber wir wollen versuchen, dass Harry ihn ja zurückbekommt. Schauen wir mal, wann sie es schaffen. Denn Harry braucht ihn, um gesund zu bleiben. Aber erstmal ins Krankenhaus mit ihm. Auf die Liege. Du bist sicher. Okay. Wohin muss ich jetzt? 718 Kent. Was sagt er? Ich frage mich, wie es Harry ohne den Anzug geht. Ah. Geht zu 718 hey, Kent, sagt er. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Was ist los? Craven oder Kravinov veranstaltet eine Party in 718 Kent. Ich schau mal vorbei. Sieht aus wie eine Art Club. Okay. Kravinov, der wohl vielleicht sein Name in seiner Sprache, sein echter Name. Ja, Freunde. Da gehen wir jetzt hin. Durch den Hinweis von ihm wissen wir, dass er anscheinend da seine anscheinende Party veranstaltet. Wer weiß, vielleicht will er Spider-Man da hinlocken. Ich weiß es nicht, Mann. Wir werden das noch erfahren. Was erwartet uns hier? Leute mit Anzügen, okay. Ganz schön was los hier. Ich hoffe, unser VIP ist da. Sie sind noch aggressiver als sonst. Am besten nicht auffallen, dann gibt's keine Probleme. Wie kommst du rein? Durch die Küche. Zieh dich um. Der klassische Peter Parker-Look wird's nicht bringen. Kommt jetzt mit einem schwarzen Anzug? In der Reinigung ist. Aha. Sag mir nicht, die Kräfte geben ihn jetzt im Anzug. Yo. Oha. Wow. Ich bin ein Spion. Ein Spider-Spion. Der Anzug kann sich in ein Smoking verwandeln? Ah, hat er bei mir nie gemacht. Das ist echt krass. Hey, du. Komm mal her. Er wollte nicht gesehen werden. Bring das zu Mr. Kravinovs Leibwächter. Seinem Leibwächter? Dima! Na los. Okay. Okay. Die Schicht beginnt. Ja. Dann leg mal los. Die denken direkt, wir wären Mitarbeiter. Ist bereit. Aber ja gut, wir sind nicht aufgeflogen. Finde Cravens Leibwächter. Kann ich laufen? Nein. Nicht aufstellen, ich weiß, du hörst mich. Schauen wir mal das Essen an, Bro. Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel Ungesundes. Nein. Okay. Weiter geht's, Freunde. Schauen wir mal, ob Craven da einfach so an einem Tisch sitzt. Nein. Ich bin ziemlich schick und fühle mich großartig. Er fühlt sich richtig gut mit seinem Anzug. Okay, sein Leibwächter. Sie redet über Craven. Sie half bei der Jagd, okay. Das sind wirklich Cravens Leute. Scheint wirklich eine Party zu sein. Die sind alle nicht so schick angezogen. Wir sind mit Craven gekommen, um den Club als unsere Basis zu etablieren. Interessante Wahl. Hä? Erinnert ihn an zu Hause. Ich dachte kurz, ich müsste in den Aufzug. Nein, wir müssen hier weiter. Er hatte keine Kontrolle. Yo, der Typ guckt uns an. Bewegung, sonst breche ich dir was. Ist er das? Das ist er nicht. Bro, was glotzt du mich so an? Ein 300 Jahre alter Schlafpfeil wird nicht funktionieren. Und da bist du dir sicher? Das scheint die zu sein. Gut, dann zeig's mir. Ihm zeig ich's auch. Ja. Nimm ihn. Er soll sich winden. Das Gift ist uralt und du weißt nicht mal, wie man das Ding benutzt. Die wollen was testen an ihn. Ein echter Jäger. Und Venom scheint von selber einzuschreiten. Jo, er hat den Kollegen erwischt. Haben die auch verdient, wenn ihr den einen Typen einfach das antun wollt. Völlig verrückt.
Komisch, dass der Anzug auf mich gehört hat. Warum hat mein Anzug kein neurales Interface? Dann könnte ich mit Harry arbeiten, Held spielen und gleichzeitig Urlaub machen. Hast du gesehen, dass er oben die Stoßzähne aufgehängt hat? Hast du Angst vor mir? Warum stehst du auf, Mann? Okay. Ja, wie weit müssen wir denn gehen? Was machen die hier? Alles Cravens Leute. Hallo? Sind die das? Ist einer der Schildträger angekommen? Ah ja, er ist im anderen Zimmer beim Feuer. Stößt Mr. Kravinov heute Abend zu uns? Es gibt einige, okay. Mit denen ist nicht gut zu reden. Verdammt, Craven ist nicht hier. Schildträger? Hört sich nach einem Leibwächter an. Okay. Ja, wir müssen zum Schildträger. Wahrscheinlich da rein, oder? Ja, ganz bestimmt. Schildträger. Ah, da hinten. Scheint ein starker Kerl zu sein. Sein Leibwächter. Und was machen die hier? Die kämpfen einfach gegeneinander. Der eine Typ wird auseinandergenommen. Bro. Der wird so oft gegen den Bauch getreten. Das ist ein Leibwächter. Der ist ja groß. Das muss er sein. Hier dein Essen, Bro. Ihr Essen, Sir. Einfach ein fettes Steak. Was soll das sein? Ich soll das Mr. Kravinovs persönlichem Leibwächter bringen? Wieso glaubst du, dass ich das bin? Weil sie, naja, groß sind? Dima hat Hunger. Du solltest jetzt gehen. Was? Das für ist ein er gar nicht. Das wollte ich gerade tun. Oh Mann, das war er gar nicht. Aber ja, wer hätte es gedacht, Mann? Er hat zu dem Raum hinaufgesehen. Ich muss den Aufzug finden. Immerhin hat er uns nichts angetan. Wenn das der Schildträger ist, wie groß ist dann bitte Dima? Dima. Das ist zu unheimlich. Ob das wirklich eine krasse Person ist? Schauen wir mal. Weil du groß bist, meinte Peter. Platz da! Bro! Sorry! Nicht sorry, verschwinde einfach! Was ist los bei dem, hey? Dieses Chaos hier! Wenn nicht alles perfekt ist, sind wir tot! Was hat der? Nein, nicht, warte! Was machen die Typen, Mann? Was stehst du denn auch direkt vor der Tür? Ich hab gesagt, warte! Hast du gar schon. Nicht! Ich hatte nichts. Komm schon, komm schon! Seid still, alle beide! Sammelt schnell alles auf und weiter. Einfach schnell in den Aufzug gegangen. Aber ohne das Essen. Was hat Peter jetzt vor? Was hat der Typ gemacht? Der ist einfach gegen uns gelaufen. Erst Dima finden, dann Craven und sein Lizard-Serum. Ganz einfach. Durchsuche Cravens Lounge, okay? Die ist mal ein bisschen auf Geheimagent. Angelehnt? Schauen wir mal. Sag mir nicht, das ist Dima. Das. Du bist nicht zufällig. Doch. Dima. Ja. Das erklärt das Geheimnis. Da ist ein jemand. Tiger. Ein Tiger. Das ist neu. Kein Wunder, dass es so ein Steak war. Okay, geben wir Dima was zu essen, das nicht nach Spinnen schmeckt. Das rohe Fleisch muss irgendwo sein. Stimmt, das war rohes Fleisch. Da ist es. Das müssen wir uns jetzt zurückholen? Okay. Ich glaube. Im Arbeitszimmer gibt's vielleicht Infos, wo Craven ist. Sieht uns keiner? Mache ich einen auf Tierpfleger. Sieht uns wirklich keiner? Kann ich da einfach. Warte mal. Eine Idee. Die haben das nicht gesehen. Dann sollten wir perfekt da drüber sein. Du bist ein Jäger. Der bewacht das. Vielleicht dagegen? Ja? Kann ich mir das holen? Wie soll ich mir das jetzt holen? Bro. Nutze eine Netzleine, um in Position zu gelangen. Ach so, okay, okay. Da muss ich nochmal... Kann ich das hier hin tun? Ja. Und es gehört uns. Das perfekte Essen für einen russischen Tiger-Leibwächter. Das klang schräg.
Schlafpfeil? Muss ich noch etwas verfeinern. Ah, okay. Schlafende Jäger. Er will da was reintun, damit der Tiger dann schläft. Warte mal, hier sind keine Leute, oder? Beim schlafenden Jäger ist viel los. Ah, okay. Wir brauchen den Pfeil, der in seinem Hals drin ist, oder? Den Schlafpfeil stehlen. Okay, Bro. Hat das wer gehört? Nein, nur du. Ah, ich muss hier drauf. Und den Pfeil stehlen. Zieht er ihn jetzt raus? Das bleibt unter uns. Das bleibt unter uns. Schlafenszeit für Dima, Schnüffelzeit für Peter. Okay, jetzt können wir wieder zurück. Bleibt nur noch die Nachspeise. Ich. Bleibt nur noch die Nachspeise, ich meine. Hey Dima. Ich bin wieder da. Er hat wirklich keinen Bock, gegen einen Tiger zu kämpfen. Komm. Aber ob das ein gewöhnlicher Tiger ist? Am Ende ein Mensch, der sich zu einem Tiger verwandeln kann. Wer weiß. Oh, das es scheint zu wirken. Oh Mann, der arme Tiger. Ein Leckerbissen vom Spidey-Koch. Der süße Tiger schläft Craig jetzt. Ist wohl zu cool für seine eigene Party. Ich sollte mich umsehen. Er könnte das Lizard-Serum hier versteckt haben. Ja, aber ich glaube nicht, Mann. Tränke untersuchen. Kein Lizard-Serum. Aber was sind diese Tränke? Okay. Vielleicht ist er deshalb so abnormal stark. Ja, vielleicht kommen wir hinter Cravens Kräften. Warum er so krass stark ist. Guckt euch mal an, wie ehrenlos das ist. Das ist ein Tiger, sein Leibwächter und hier unten einfach so ein Tiger. Teppich. Ehrenlos, ehrenlos. Okay, gehen wir mal da hoch. Was ist hier? Was sind das für Medikamente? Serum. Serum. Diese Medikamente dienen zur Chemo im Spätstadium. Aha. Sind das auch Cravens? Wie? Craven vielleicht Krebs oder so, Bro? Aha, ein Zettel. Es ist Zeit zu beten. Mit diesen Worten eröffnet meine Mutter jede Jagd. Andere verbrachten die Nacht bei einem Festmahl und tranken sich ins Vergessen. Wir nicht, nicht die Kravinovs. Für uns war die Jagd heilig, eine Pflicht, die uns von einer höheren Macht auferlegt war, sagt er. Raubtiere zwingen die Schwächeren dazu, stark zu werden. Wir formen die Welt, sagte sie immer. Bei Kerzenschein teilten wir das Pascha in unserer Kapelle, fühlten, wie die Vorfreude in unseren Bäuchen wuchs, waren bereit, unsere Ahnen zu ehren, ihr Blut durch unsere Adern fließen zu spüren. Auch wenn sie nicht mehr da ist, setze ich diese Tradition fort. Die Feuer wurden entzündet, die Kapelle ist verbreitet. Vorbereitet. Oh Mann, was rede ich da? Heute Abend werde ich hoffentlich zum letzten Mal beten. Die Jagd beginnt und wenn ich nicht zurückkehre, umso besser. Okay? Okay. Scheint vieles für seine Mutter zu tun. Die Kapelle ist bereit? Saint Sophia ist nur ein paar Blocks entfernt. Dort muss Craven mit dem Serum sein. Dann mal los. Er scheint da in der Kapelle zu sein, ja? Was hat er vor? Ich wusste nicht, dass Jagen so existenziell sein kann. Philosophy of the Hunt. Okay. Ein wahrer Jäger. Du bist belesener, als ich dachte. Mit etwas Philosophie zwischendurch jagt es sich leichter. Viele Bücher, Mann. Ein gebildeter Kerl. Aha, ist hier noch was gewesen? Nein. Gehen wir mal raus. Wir scheinen hier fertig zu sein. Yo. Da ist er wieder, der Kerl. Oh. Es ist nicht, wonach es aussieht. Hat uns gesehen.
Der hat einfach direkt zu uns geguckt. Lasst ihn am Leben. Okay. Okay, Anzug. Mal schauen, was du kannst. Symbiontenwelle. Wow. Du konntest einfach abbrechen. Harry hat mir nicht gesagt, dass sich das so anfühlt. Die sind richtig krass stark, Mann. Aha, diese Symbiontenwelle stärkt die Wucht deiner Angriffe enorm, solange sie aktiv ist. Löse sie aus, wenn deine Symbiontenwelle-Anzeige voll ist. Das ist diese gelbe Anzeige oben rechts, wo die Faust drauf ist. Okay. Gut zu wissen. Richtig viele Sachen. Okay, ich kann es parieren. Perfekt. Wow, wie machen die alles kaputt? Die haben keine Chance, Mann. Au. Komm, nimm das. Ich weiß exakt, wie ich gerne kämpfe. Pariert. Benutzen wir mal den hier alle. Hochgeworfen. Komm auf die erstmal. Gut, gut, gut. Daran könnte ich mich gewöhnen. Erledigt. Ja, da hinten. Aha, was willst du von da? Wow. Das Netz auszuweichen ist wichtig. Sorry, aber dieser Party setzt sich ein Ende. Wow, wow, wow. Was lebt denn noch? Natürlich leben alle. Finisher, soll ich Finisher machen? Oh Mann, jetzt habe ich meine ganze Leiste verbrochen. Vorsicht. Gut, die weichen viel aus. Richtig. Das sind extrem viele. Nochmal den hier. Wow, wurde ich erwischt? Nein. Das ist eine Stufe, glaube ich. Und runterwerfen. Ja? Nein, er hat mich erwischt. Ja, Geräte benutzen, ganz wichtig. Schießt ihn runter. Wechsle Position. Gut, der ist auch erledigt. Viele sind hier noch. An die Wand mit dir, Bro. Ja? Wenn die ganz nah an der Wand sind, kann man die gut einspinnen mit R1. Oh, und meiner kommt ein großer Kerl. Ha, hoch mit dir. Nein, du wirst mich nicht treffen. Wow, er hat mich getroffen. Der greift ja oft an. Auf die hier. Zurück. Oh, was tue ich da? Hey, hey. Aus dem Weg! Und nochmal unsere Venom-Angriffe. Wow, die wurden alle eingespinnt. Perfekt. Eröffne das Feuer! Ausgewichen. Du schon wieder. Komm. Und das war die letzte. Ich muss schnell zur Kapelle. Fürs Erste. Schnell zur Kapelle. Wir müssen hier raus. Das war lustig. Pass auf, Peter. Kein Problem. Yo, 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 yo. Bro, das war brutal. Das war ich nicht. Hol dir lieber Eis. Der Ehrenmann, hol dir lieber Eis. Nicht, dass er jemanden aus Versehen komplett erledigt. Hey Pete, was entdeckt? Noch kein Kraven, aber ich glaube, ich weiß, wo er ist. Wie ist der Anzug? Komisch, als würde er mich kennen. Keine Sorge, ich kümmere mich um alles. Versprochen. Okay, Freunde. Gewitter. Wir müssen zur Kapelle. Es scheint ernst zu werden. Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir zur Kapelle, denn da werden wir bestimmt auf Kraven treffen. Okay? Wir beenden hier die Folge. Guckt euch mal das an, das erinnert mich irgendwie an Gotham. Und ja, Freunde. Dunkle Nacht, Regen, Gewitter. Und vielleicht kriegen wir einen Kampf gegen Kraven in der nächsten Folge, Freunde. Nicht, dass ich jetzt hingehe und dann überzieht sich alles. Ja, Freunde, das war lustig. Einfach mit einem Anzug in seiner Party. Und da sind wir gut rausgekommen. Yo, wir sind richtig stark mit diesem Anzug. Schauen wir mal, was passieren wird, wenn wir dorthin gehen, Freunde. Ich hoffe,
Ihr freut euch schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Lasst einen Kommentar da und ein Like, Freunde. Vergesst das nicht. Und ja, lasst mich gerne wissen, wie ihr es fandet und ob ihr gespannt seid, was als nächstes passiert. Und Peter muss vorsichtig sein, nicht, dass er jemanden aus Versehen um die Ecke bringt. Das will er ja nicht. Aber die Kräfte in ihm, diese Venom-Kräfte, yo, denen scheint es nicht zu interessieren. Das war gefährlich. Stellt euch vor, der hätte den Typen erledigt. Okay, Freunde, ich verabschiede mich. Danke, dass ihr da wart. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, okay, Freunde? Bis dann, Freunde. Habt noch einen schönen Tag.